veröffentlicht nicht nur ihr Album, sondern auch eine zweite Single von diesen. Über die sprechen wir heute bei den German Music News. Heute geht es um Lina Larissa Strahl, einer deutschen Schauspielerin und Singer-Songwriterin. Ihren ersten Durchbruch erreichte sie 2013 mit ihrem Song Freaking Out, den sie zusammen mit Mia geschrieben hatte. Darauf folgten weitere Auftritte und dann die Hauptrolle in dem Film Bibi und Tina. Und sie erhält gleich die Titelrolle Bibi Blocksberg. Dann, als sie allmählich zu alt wurde für Bibi und Tina, entschied sie sich langsam für die Musik. Es war quasi im Übergang 2016. Dort brachte sie ihr erstes Album Official raus. Und das gar nicht so unerfolgreich. In Deutschland reicht es immerhin für Platz 12. Ihr Nachfolger Ego ein Jahr später schaffte sogar Platz 4. Jetzt ist sie mit dem neuen Album Rebellin zurück. Davon hat sie bereits ein besonders interessantes Single veröffentlicht. Die heißt ebenfalls Rebellin. Rebellin zeigte sie auf, dass sie bereit ist zu rebellieren und kritisiert andere Menschen dafür, dass die dies eben kaum tun. Alle sind im Winterschlaf, alles viel zu still, niemand will was ändern, außer an seinem Profil. In Hype wird ein etwas anderer Ton angeschlagen, aber auch kritisch gegen die Gesellschaft. Wenn man sich mal die Lyrics anschaut, erkennt man immer vor zum Beispiel Folgendes. Bau sie auf und mach sie heiß, ihnen gehört der kurze Hype, aber nur damit du weißt, ich bin hier und ich bleib. Eine klare Ansage von Lina gegen die Konsumgesellschaft und ihren sehr kurzen Atem, auf den sie ja laut Text keinen Bock hat. Hab keinen Bock auf diesen Scheiß. Denn Lina ist gekommen, um zu bleiben und nicht nur für einen kurzen Hype. Das ist die Message des Songs. Ein Video dazu wird ja morgen um 14 Uhr erscheinen und ich denke mal, es könnte ziemlich interessant werden in ihrem ersten Musikvideo. Das war ja auch ziemlich aufwendig mit vielen Leuten produziert. Das zweite deutet Ähnliches an. So hat sie ja schon kurze Teaser veröffentlicht, die sehr interessant waren. Zum Beispiel ist sie in einem in einer Badewanne zu sehen. In dem anderen steht sie vor etwas Brennendem. Man kann also durchaus sehr gespannt sein, was da jetzt genau morgen auf uns zukommt. Zeigt sie wohl mit diesem Album auch ihre Entwicklung im Leben auf. Sie ist jetzt eine erwachsene junge Frau geworden und ist da, um zu rebellieren. Ja, das war alles von den German Music News. Lina wird auch auf Tour gehen 2019 und wird dazu in Kiel am 6.3. starten nächsten Jahres und wird enden in Hannover am 28.3. Ja, in der Videobeschreibung habe ich euch die Lyrics verlinkt, zum einen die Amazon-Bestelllinks für die zweite Single Hype oder auch das neue Album Rebellen. Ja, das war's von den German Music News. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.